Leute, wenn ihr auf jeden Fall, das ist von meinem alten Kanal, The Prime, wenn ihr auf jeden Fall eine wollt, schreibt es in die Kommentare rein, sonst unterschreibe ich euch eine und schicke euch die nach Hause. Jetzt mal ohne Joke. So Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Wenn alles geklappt hat, dann habt ihr vor diesem Video um die 6 Videos gesehen mit dem lieben Typen. Wer würde eher eine Woche schweigen können? Ich würde sagen, eine Woche eher schweigen könntest du. Weil du die Fresse halt oder was? Nein, jetzt hast du deine Schnauze! Eine Woche ist halt schon echt schwer, man darf halt wirklich gar nichts sagen, ne? Also ich glaube eher, dass du das aushalten könntest, weil du, wie du vorhin schon gesagt hast, hier ist ja öfters mal langweilig. Und wenn du dann den ganzen Tag in deinem Zimmer schwitzt und in den Fällen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass du eine Woche lang schweigen könntest. Hier keine Stimme hatte, also ich heiße aber, habe ich dann auch einfach immer, naja, auf dem Zettel irgendwas geschrieben und hochgehalten, also von daher. Ich glaube auch, dass er das zumachen könnte. Ja. Okay, gehen wir zur nächsten Frage. Wer würde eher die schärfste Chili der Welt essen? Ganz einfach, ich. Aus dem Grund, ich liebe es, scharf zu essen. Hast du es scharf zu essen, beziehungsweise wenn es zu scharf ist, und deswegen denke ich auch mal, wenn es die schärfste Chili ist, dann wäre ich einfach mal dafür, dass du das machen könntest. Ich würde eher 3 Tage ohne Essen aushalten. Gut, 3 Tage ohne Essen ist schon sehr, sehr schwer, aber ich würde sagen, Essen ist nicht so wichtig wie Trinken. Dann würde ich sagen, ich könnte das aushalten, weil ich glaube, es ist gar nicht mal so schwer. Und ich habe dafür jetzt keinen Grund, aber ich mache jetzt einfach aus dem Gefühl heraus. Ich sag tatsächlich mich, also ich. Weil ich trinke viel, viel lieber Sachen, als dass ich sie esse. Kommt natürlich auf die Umstände an, wenn wir so Tage haben wie gestern. Wenn man so eine 3 Tage nimmt, dann würde ich das auf keinen Fall durchhalten. Ja, okay. 3 Tage Fußball spielen, man muss schon ruhig in seinem Bett liegen, dass man keinen Hunger sozusagen aufbaut. Ja, naja. Je nachdem. Wer würde eher eine Woche lang nicht duschen, sich generell halt pflegen? Ganz ehrlich, du? Einfach aus diesem Grund, weil ich bin so pingelig, was mit mir ist, irgendwo so, ich achte immer irgendwie darauf, also inzwischen nicht mehr. Früher habe ich immer so voll auf meine Haare geachtet, jetzt nicht mehr. Jetzt möchte ich die ja lang wachsen lassen. Aber ich hasse es so, dreh ich so nicht. Also ich würde sagen eher du, weil ich, was du gesagt hast, das trifft auch auf mich zu, dass ich etwas pingeliger bin, auch was Haare angeht, also Haare zu machen. Also ich könnte es auf jeden Fall nicht aushalten, eine Woche lang mich nicht zu pflegen. Also ich denke mal eher, das wäre so dein Fall, weil es eher zu dir passt. Ich war's. Er hat zu mir passt. Ich würde eher in der Öffentlichkeit weinen. Ich denke aber, du könntest es auch machen. Also ja, ich glaube auch für beide, weil. Also ich, weil ich generell sehr emotional. Eher du, sagen wir mal, wenn es darum geht, wen wir eher machen müssen, sag eher du. Also ich würde auf jeden Fall ich sagen, weil ich bin selber, würde ich mich einschätzen als eine sensible Person. Ich bin sehr sensibel und sehr emotional. Ich heule auch schnell bei Filmen und so, also von daher. Wer würde eher einer Wildfremden auf der Straße ankommen, wie wir es machen? Also wenn jetzt einfach so ein Girl vorbeikommt und du sie hübsch findest, dass er einfach sagt, hey, du bist voll hübsch. Also das will wir es eher machen. Steven, jetzt einfach du. Weil ich mich das nicht trauen würde. Naja, kommt auf meinen Tag an. Also bei mir ist so halb, würde es machen, aber nur wenn ich gerade einen guten Tag habe. Ich weiß es nicht, weil ich es auch nicht gern machen würde. Aber wenn ich eher sagen würde, würde ich auch ich sagen, weil es ist random, du siehst sie dann eh nie wieder. Außer die will dir halt direkt auf den Hals kommen und gibt dir dann direkt deine Nummer. Hast du noch plus gemacht? Hast du da plus gemacht? Wer würde eher auswandern? Ich will nicht von dir weg. Also ganz ehrlich, ich sag nein, eher du. Ich will nicht von dir weg, ich finde es sehr gut und auch die ganzen Leute, die eine Weltreise machen, für euch ist es vielleicht ganz cool, aber ich würde keine Weltreise machen, ich würde vielleicht mal Urlaub irgendwo anders machen, aber ich will fest hier wohnen bleiben, weil ich es hier gut finde und ich habe eh so 2 Orte, wo ich immer so ein bisschen switche, so Cottbus und hier, also ich würde nicht. Ich würde es auch nicht machen, einfach nur, weil ich es hier zu gern habe, ich mag es einfach hier. Wir haben halt auch noch nicht viel von der Welt gesehen, aber dann erübt sich eigentlich die nächste Frage, wer will das Rest des Lebens nur auf Reisen sein? Morgen Lissabon, übermorgen Madrid und sowas. Ein Jahr lang könnte ich ja sagen, aber wenn das ganze Leben lang ist, dann könnte ich auch nicht. Ich würde eher die GoKo-Challenge machen und hochladen. So, also ich glaube eher so, das ist ja blamieren in der Öffentlichkeit. Also ich denke eher schon, das ist was für dich, weil du extrem abgehärtet bist. Du erläufst durch Menschenmassen mit der Kamera. Und ihm zwickt da nichts. Ich würde das so peinlich, aber ganz ehrlich, ich würde das eher sagen, du. Ich bin Dragon Ball Fan. Alle Leute, die Dragon Ball kennen, Son Goku, geiler Typ. Ich würde das machen. Letzte Frage, bisschen schwieriger. Wer würde, wir gehen mal davon aus, wir leben jetzt alleine schon, so aus dem Elternhaus raus. Wer würde eher alles aufgeben, alles verkaufen und nochmal komplett von neu anfangen? Kommt drauf an, wie momentan der Lebensstandard ist. Wenn ich viel habe, dann würde ich es nicht machen.
Wenn ich aber unzufrieden bin und wirklich was neu starten würde, würde ich es machen. Kommt immer auf die Situation an. Also ich würde sagen, eher ich, wenn ich, kommt auf an auf die Situation an, das ist halt schwer. Ich würde halt schon auch ich sagen, weil wenn, ich bin öfters mal unzufrieden, auch mit meinem Zimmer bin ich immer unzufrieden. Ich mit meinem nicht mehr. Und manchmal bin ich auch selber mit meinem Leben unzufrieden, aber keine Depression oder sonst was. Manchmal bin ich einfach selber, weil es manchmal einfach nicht so läuft, wie man es möchte und sowas. Dann ist einfach kacke. Obwohl man jetzt sagen muss, diese 4 Tage sind genauso gelaufen, ja, wie sie uns vorgestellt haben. Wir haben sogar das, was wir in 4 Tagen geplant haben, in 3 Tagen durchgezogen. Ja, also. Wir konnten heute dadurch ein bisschen chillen. Es kommt halt immer sehr auf die Lebenssituation dann drauf an, wie es momentan in einem, in seinem Leben dann so läuft. Wir sind etwas fertig von den letzten 3 Tagen. Das ist auch das letzte Video von uns beiden. Ich denke mal, nachher gibt es noch eine kleine Verabschiedung, wenn Fabian wegfährt. Leider, ja. Bis gleich. So, Leute, willkommen jetzt hier zurück. Und zwar hier ist. Da ist der Fabian. Wir machen jetzt hier gerade Bilder an diesem coolen Geländer. Ich finde das gerade übelst nice. Und zwar habe ich gerade diesen Monkey-Pot nennt man das oder wie so Gorilla-Pot, ähnliches Ding. Gorilla-Pot. Genau. Dieses Stativ drauf und das finde ich eigentlich ganz nice, so, weil man das besser tragen kann damit die Kamera. Und der Blick ist, finde ich, auch viel, viel nicer auf jeden Fall. Und das wird jetzt ein kleines Abschlussvideo, weil Fabian wird gehen gleich. Und was heißt gleich, in 2-3 Stunden. Und ich finde es aber trotzdem mega nice, diese 4 Tage waren einfach echt mega geil und ich weiß gerade nicht, was ich noch erzählen soll, weil er macht gerade Bilder. Machst ja gerne Videos, ne? Ja. Machst auch gerne, hast auch gerne guten Ton. Das kannst du erstmal, also ich habe es dir jetzt noch nicht geschenkt, du kannst es aber jetzt erstmal, weil du es benutzen kannst. Hatte ich jetzt schon die ganze Zeit überlegt, du kannst eh momentan nicht benutzen, also kannst du es benutzen für deinen und kannst es mir dann irgendwann, wenn ich sage, wieder zurückschicken oder so, keine Ahnung. Danke. Oh mein Gott. Du musst nur in die Kamera sagen. Hey, die Kamera. Hallo. Steven möchte noch etwas, was wir gemeinsam machen. Also ganz alte Karten einfach, ich hab doch noch von. Oh, fürs Video einmal für mich. Da sieht auch meine Unterschrift. Ist das schon so? Das ist die Unterschrift. Dann ist das deine. Ich hab schon wieder eine. Das ist ein vierter oder so, ne? Richtiger Fan, ich hab schon 1, 2, 3. Ja, jetzt habe ich die vierte, glaube ich. Leute, wenn ihr auf jeden Fall, das ist von meinem alten Kanal, The Prime, wenn ihr auf jeden Fall eine wollt, schreibt es in die Kommentare rein, sonst unterschreibe ich euch eine und schicke euch die nach Hause. Jetzt mal ohne Druck. Sag ich ja, mach eine Verlosung davon. Leute, deswegen habe ich noch keinen Schluss aufgenommen, weil ich das noch machen wollte mit dem Mikrofon. Ja. Das war einfach. Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, echt. Okay, Leute, ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schaut auf seinem Kanal vorbei, vor allem bei dem Abschlussvideo. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Und.